da der Zähler dieser Funktion 0 ist bei x gleich 1 halbes, schneidet dieser Graph die x-Achse am Punkt mit Abszisse 1 halbes. Um den Flächeninhalt dieser rot schraffierten Fläche zu berechnen, berechnen wir also das Integral von 0 bis 1 halbes von dieser Funktion 1 minus 2x geteilt durch die Quadratwurzel aus 1 minus x² dx. Zur Berechnung dieses Integrals bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion dieser Funktion. Da der Zähler eine Differenz ist, können wir diesen Bruch umschreiben in die Form 1 geteilt durch die Quadratwurzel minus 2x geteilt durch die Quadratwurzel. Wir werden diese Differenz aber auf eine spezielle Art schreiben, und zwar durch Plus, Minus. Stammfunktion von der ersten Funktion dx plus Stammfunktion von minus der zweiten Funktion dx. In der ersten Stammfunktion erkennen wir selbstverständlich den Arkkosinus von x. In der zweiten Stammfunktion sehen wir, dass die Ableitung von diesem Radikal da oben multipliziert. Minus 2x mal 1. Also werden wir für diese Stammfunktion die Substitution u gleich 1 minus x² vornehmen. Wenn u 1 minus x² ist, dann ist die Ableitung von dem u gegenüber der Variablen x minus 2x. Also ist du dasselbe wie minus 2x dx. Somit können wir hier per Substitution verfahren und so stoßen wir auf die Stammfunktion von 1 geteilt durch Quadratwurzel von u du. Hier erkennen wir selbstverständlich zweimal die Quadratwurzel von u, das heißt zweimal die Quadratwurzel von 1 minus x². So, da wir diese Stammfunktion gefunden haben, können wir jetzt diese Stammfunktion variieren lassen von 0 bis 1 halbes. Also so. In dieser Stammfunktion ersetzen wir zuerst x da und da durch 1 halbes. So erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir x da und da durch 0. So erhalten wir noch eine Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Schauen wir, was wir erhalten haben. Arkkosinus von 1 halbes, das macht Pi Sechstel. Hier steht 1 minus 1 Viertel, also 3 Viertel, und die Quadratwurzel von 3 Viertel, das ist die Quadratwurzel von 3, geteilt durch 2. Und dieser Nenner 2 verschwindet dann mit dieser 2 da vorne. Somit steht hier also Quadratwurzel von 3. Jetzt hier. Arkkosinus von 0, das ist 0, dieser Term entfällt. 1 minus 0, das macht 1, die Quadratwurzel von 1 ist 1 und 1 mal 2, das macht 2. Somit ist diese Zahl also gleich 2. Wir haben Pi Sechstel plus Wurzel 3 minus 2. So, und der numerische Wert dieser Zahl ist 0,25565. Das heißt ungefähr ein Viertel. Aber ein Viertel was? Der Flächeninhalt dieser rot schraffierten Fläche beträgt ungefähr ein Viertel vom Flächeninhalt des Einheitsquadrates. Und das scheint doch sehr mit unserer Zeichnung übereinzustimmen. Unsere Antwort hat also große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.